Dennis Schröder hat seine ersten Playoffs als Starter der Atlanta Hawks absolviert. 6 Spiele sind natürlich eine kleine Stichprobe und es ging mit Washington auch nur gegen ein Team. Dennoch wollen wir uns seine Leistung in diesem Video genauer anschauen. In der Defense hatte es Schröder mit John Wall zu tun. Der gab zwar den Wallstar, dennoch machte Schröder in der Verteidigung einen guten Job. Hier bleibt er vor Wall und kommt auch gut über den Block. Nach dem Kickout-Pass von Wall rotiert Schröder gut und zieht das Offensiv-Foul. Das zog Schröder auch im direkten Duell gegen Wall. Schröder antizipierte gut und war schnell auf den Beinen. Apropos antizipieren, in dieser Aktion verliert Schröder das Duell im Pick-and-Roll, sieht den Kickout-Pass aber kommen, hat es Steal und Assist im Schnellangriff. Bleiben wir beim Pick-and-Roll, Schröder kämpfte sich hierbei gut um die Blöcke. In dieser Aktion ist der erste Screen von Marcin Gortat kein Problem und beim zweiten dreht sich Schröder um den Block und stört Wall beim Sprungwurf. Das gleiche in dieser Aktion, wieder das Umwinden des zweiten Screens. Gute Defense, doch letztlich ist Wall hier einfach zu stark. Dennoch, Schröder nahm Wall beim Drive gut mit der Brust auf, hier knapp am Foulpfiff. Laut Schröder in dieser Aktion Wall den Ball. Einsatz zeigte Schröder generell. Er war aggressiv und sprang nach den Loose Balls und machte eigene Fehler, so wie der Wett. Dennis Schröder, Hustle and Flow. Kommen wir damit zur Offense und als erstes zum Pick and Roll. Dort gab die Wizards Defense Schröder den Dreier, das ist nichts Neues. Beim Ballscreen ging Schröders Verteidiger meist unter den Block und dies bestrafte Schröder ganz gut. Gegen die Wizards traf er knapp 47% seiner Pull-Up-Dreier, in der Hauptrunde waren es hingegen nur 29%. Schröder bewies Geduld und nutzte den zweiten Screen seines Big Man, das auch gerne für den Wurf aus der Mitteldistanz. Apropos Dreier, dass Schröder Vertrauen in seinen Distanzwurf hat, sieht man in diesen Aktionen. Schröder läuft den Fastbreak, stoppt an der Dreierlinie ab und trifft den Jumper. Hier sieht Schröder in Gortat einen Big Man in der Fastbreak-Absicherung. Kein Drive, Schröder dreht ab und hat Platz für den Jumper. Hier läuft Schröder den Schnellangriff mit, besetzt die Seite und hat es direkt auf die Ecke abgesehen. Das ist der effizienteste Spot beim Distanzwurf und es macht Swish. Kommen wir wieder zum Pick and Roll, spielen die Hawks dieses seitlich, besticht Schröder mit seinen Drives. 3 Hawks stehen an der Weak Side, wenn auch nicht mit gutem Spacing. Und Schröder ist zu schnell für Jason Smith. Hier ist wieder die Seite und Zone frei und Schröder nutzt gegen Brandon Jennings seinen Speed. Hier erwartet John Wall den Ballscreen, einen Moment nicht aufgepasst und Schröder ist schon am Korb. Als Ballführer im Pick and Roll erzielte Schröder 1,03 Punkte pro Possession, eine deutliche Steigerung zur Hauptrunde. Bei seinen Drives sah man ab und an, Schröder besitzt nicht die größte Athletik. Gortat und Otto Porter blocken hier den Layup. Solche Assists spielte Schröder nach Drive seltener. Ausbaufähig ist vor allem das Zusammenspiel mit Dwight Howard, den Schröder selten bediente. Hier wäre das Alley-Hoop-Anspiel eine bessere Option. Schröders bevorzugter Pick-and-Roll-Partner, Paul Millsap. Und den bediente Schröder gerne per Bodenpass. Selten leistete sich Schröder dabei solche Ballverluste. Seine Turnover-Rate halbierte Schröder. Vielleicht größte Stärke Schröders gegen Washington, das Attackieren nach Switches, die Suche nach Mismatches. Hier stellt er sich Bojan Bogdanovic zurecht und der Stepback-Jumper fällt. Doch meist nutzte Schröder nach Switches seine Schnelligkeit. Hier ist Bogdanovic erneut das Opfer. Unter den 10 Spielern der Playoffs mit den meisten Drives
wies Schröder die zweithöchste Point Percentage auf. Der Dennis Drive, ein wichtiger Bestandteil in der DNA der Hawks Offense. Open up, jams it. What a play by Dennis. Swag, swag, swag.